Führende Berater und Mitarbeiter von US-Präsident Trump haben abgestritten, hinter dem anonymen Leitartikel in der New York Times zu stecken. Auch Vizepräsident Mike Pence distanzierte sich deutlich. Ich finde, es ist eine Schande. Der anonym veröffentlichte Leitartikel repräsentiert einen neuen Tiefpunkt im amerikanischen Journalismus. Und ich denke, die New York Times sollte sich schämen. Und ich denke, wer auch immer diesen anonymen Leitartikel geschrieben hat, sollte sich ebenfalls schämen. Der Artikel beschreibt einen stillen Widerstand im Weißen Haus. Eine Gruppe von Mitarbeitern, die versuchten, ihrer Meinung nach schädliche Impulse des Präsidenten zu hintertreiben. Auch Außenminister Mike Pompeo und Verteidigungsminister James Mattis verurteilten die anonyme Veröffentlichung. In einem Statement auf Twitter nannte Trumps Pressesprecherin Sarah Sanders den anonymen Autor einen Feigling. Die Suche nach dessen Identität beschädige rücksichtslos den Ruf von tausenden Mitarbeitern, die stolz auf ihre Arbeit für die Regierung seien. Trump selbst hatte sich am Mittwoch gereizt zu dem Thema geäußert. Der Leitartikel sei feige. Falls es sich um eine echte Quelle handle, müsse die Zeitung aus Gründen der nationalen Sicherheit den Autor nennen. Ich denke, der Artikel ist vermutlich von einer echten Quelle aus der Regierung. Und ich glaube, es ist nicht einfach, diese Quelle zu finden. Das Weiße Haus kann nicht funktionieren, keine Behörde kann funktionieren, wenn Mitarbeiter absichtlich versuchen, die Anweisungen der Führungsebene zu untergraben. Und selbst wenn viele Leute nicht mit den Entscheidungen einverstanden sind, sollten trotzdem alle vernünftig arbeiten, solange sie nicht das Gesetz brechen oder gegen ihr Gewissen handeln.